Hallo Freunde des gepflegten Bastelns und willkommen zurück zu Shapes 2, einem Spiel, was seit dem 15. August 2024 auf Steam im Early Access ist und, naja, ich weiß es selber nicht, was es so genau ist, aber so Factorio-Lite mit ein bisschen abstrakteren Dingen. Hier geht es nicht darum, sich von einem Planeten wegzubeamen, sondern Formen zu bauen. Das ist jetzt die zweite Episode und wir gucken mal, was uns hier erwartet. Wir fahren fort. Ne? Mit dem letzten Spielstand, den wir uns gespeichert haben. Es wird ganz aufregend werden. Hier sind wir schon. Und zwar planen wir hier den Meilenstein 3. Und diese Form hier oben muss gebaut werden. Ja, und es heißt ja, wir sollen effizient sein. Hier zum Beispiel haben wir jetzt eine Anlage mit Maschinchen, die Dinge machen. Und zwar schon dieses Element, ne, was ihr hier seht. Das brauche ich ja. Allerdings ist das nicht effizient, weil ich werfe so ziemlich alles weg. Ne? Also hier wird geschnitten und da wird geschnitten. Das heißt, 3/4 dieses Elementes hier wird weggeworfen. Und das ist natürlich nicht effizient, deswegen bauen wir das jetzt ein bisschen um, so dass ich von diesem Band und von diesem Element letztendlich alles nutze und letztendlich das Doppelte rauskriege. Ne? Also das sind ja 4 Elemente und ich brauche nur 2, das heißt, ich verdoppel das. Das heißt, ich mache das jetzt hier mal ein bisschen anders. Und zwar, ich baue mal hier eine neue Linie auf. Hui. Und nehme den neuen Schneider, den wir haben, ne? Hier. So, der macht 15. Das heißt, ich brauche hier 4. Irgendwas ist fertig geworden. Jawohl, es ist was fertig geworden. Moment, aber erstmal. Wir müssen jetzt erstmal hier gucken. Hier, 1, 2, 3, 4. So, ne? Jawohl. Und die schneiden wir jetzt nochmal, indem ich einmal sie rotieren lasse und dann schneide ich sie nochmal. Das geht jetzt so natürlich nicht, weil ich jetzt hier den Platz für den Schneider nicht habe. Aber bevor wir das weitermachen, ich muss mal jetzt hier ganz dringend gucken. Ja, klick und klick. Damit habe ich wieder Forschungspunkte bekommen und vielleicht kann ich mir hier was Schönes kaufen. Ja, pass mal auf, ich mache mir alles mal hier ein bisschen schneller. Hä? 1, 2, 3. Wenn ich alles gleichmäßig upgrade, bleibt das Verhältnis zueinander ja bestehen. Interessant, ich habe noch 10 Punkte übrigens. Rotierer. Ich nehme hier tatsächlich mal den Rotierer hier und den Schriftzug. Ja, das ist oh, hervorragend. Keine 10 Minuten gespielt und schon wieder die Hälfte hier fertig gemacht. Wunderbärchen. So, jetzt gucken wir uns das hier an. War das jetzt hier vernünftig gemacht? Das gibt's doch nicht. Ich bin hier echt gut. Schon wieder 6. Das heißt, ich habe schon wieder 10 Punkte freigespielt. Wir gucken mal. Stapler angewinkelt. Weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt brauche. Ich glaube nicht. Wir sparen uns mal die Punkte. So, jetzt gucken wir uns das mal hier an. Macht das hier Sinn? Ich hau die jetzt hier nochmal weg. Das passt hier irgendwie nicht. So, ne? So läuft das besser. Und jetzt kopieren wir das Ding mal. Ctrl C. Fügen es hier ein. Klack. Fügen es hier ein. Klack. Fügen es hier ein. Klack. So. Hoppala. Moment, hier noch. So, jetzt schauen wir mal. Das sind jetzt 90 die Minute, 22,5, das heißt, das passt. Ne? 22,5 mal 2 macht 45, mal 4 macht 90. So,
Jetzt bekomme ich hier die ganzen Teilchen schön raus, hervorragend. Und die muss ich jetzt noch drehen. Und zwar, ich habe jetzt ja mittlerweile hier alles da. Das heißt. Der wird gedreht. Und der wird gedreht. Alle anderen, der und der, die sind bereits in der richtigen Lage. Ne? So, und jetzt heißt es, diese Formen zusammenzuführen, also letztendlich zu vereinigen auf einem Band. So, jetzt gucken wir mal. 15, 30, 60, 90, 120. Ich habe quasi 120. Ugh, das wird nichts. So. Ich müsste jetzt hier tatsächlich ein Fließband Level 3 machen, um diese Teile abzuführen. Das mache ich jetzt, weil ich habe die Punkte. Jetzt ist das Fließband hier ein bisschen schneller. Das heißt, ich könnte ja noch einen dran machen. Mache ich jetzt aber nicht. Und jetzt kommt es. Jetzt wird es ganz wild. Ich nehme das nach hoch. So. Hoppala, das war falsch. E loslassen. Nein. Ach, das ist schwierig hier. So, damit hole ich mir hier das Element in die zweite Ebene. Hui. Das untere nehme ich mir natürlich auch. Das machen wir, wie machen wir denn das? Das machen wir so. So, ich habe jetzt hier 120er Bänder, das heißt, so ein Förderband transportiert 120 Elemente pro Minute und die muss ich jetzt hier letztendlich ablegen. Das heißt 120, 15, das sind 30, 60, 90, 120. So, das machen wir mal hier in diese Richtung. Und schon habe ich dasselbe Element, was ich hier schon abliefere. Ne? Das ist dasselbe. Mit anderen Worten, das ist das ganz Interessante, ich kann das jetzt hier löschen. Klick. Das geht natürlich auch mit der rechten Maustaste. Yay, das ist sogar besser. Ich lösche das hier auch mal. So, ne? Hoppala, hier fehlt noch ein Ding. Moment, hier fehlt noch ein Förderband. Wunderbar. Und damit habe ich jetzt dieses Element. So, dasselbe. Also das, Moment mal, das kopiere ich jetzt. Beziehungsweise wartet mal, wir sind da effizient, wir machen das so. Das kopieren wir. Ctrl C. Und. Jetzt haltet euch fest. Wir fügen das hier ein. Was aber nicht geht, weil ich keinen Platz habe. Das hier ist. Das wird hier alles auch weggehauen. Ne? Moment. Ich mache das mit der rechten Maustaste.
Das wird alles weggeworfen. So. Das machen wir dann doch jetzt hier andersrum. Und, Vorsicht, jetzt wird es ganz wild. So. Schauen wir nochmal. Das sind 1, 2, 3, 4, das macht 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach, das muss ich hier noch drehen hier. Das muss ich noch drehen hier. Nee, Moment. Ja, nein. Moment mal. Jetzt habe ich... Moment. Die Lage der Elemente ist noch nicht ganz richtig, ne? So, das heißt, das muss ich drehen. Und zwar um 90 Grad. Jawohl. So, das reicht natürlich wieder nicht aus. Und das und das und das hauen wir jetzt hier in den Vortex rein. Ne, das ist genau das Element, was wir für den Meilenstein benötigen. Hier kommen jetzt noch ein paar falsche, das macht aber nichts. Hier, das sind die richtigen. Ich habe schon eins geliefert, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh, jetzt geht es aber hier richtig voran. Ne? Hervorragend. Wunderbärchen. Das heißt, der Meilenstein läuft. Und das Interessante ist, so falsch waren die Dinger gar nicht, die ich jetzt hier gar nicht gebaut habe, weil die brauche ich auch. Das heißt, um dieses Element, das hier unten, herzustellen, muss ich einfach diese beiden Rotierer wieder wegnehmen und schon bekomme ich auch das. Deswegen lasse ich das jetzt hier einfach mal so laufen. Und ich könnte dasselbe nochmal aufbauen. Oh, ich lasse das jetzt mal so. Das läuft, das ist alles gut. Ich kümmere mich jetzt hier mal um ein anderes Element. Zum Beispiel diese beiden hier. Mal gucken. Oh, das wird hier interessant. Also ich hau das jetzt hier erstmal weg. So, machen wir ein bisschen Platz. So, bevor ich das mache, ich gucke hier schnell nochmal in die Meilensteine. Das nächste ist, pass mal auf, das mache ich jetzt. Ich hole mir den hier raus. Ich überlege gerade nur was. So, damit habe ich schon jetzt die Fabrikation der Folgeform dieses Welches schon vorbereitet. Jawohl. Sehr schön. Gefällt. Gut. Das läuft. Ist auch gleich fertig. Yay. Da haben wir es. So, jetzt gehen wir hier mal schnell runter. Jetzt gucken wir mal.
Oh, nein, halt, das ist hier falsch. Moment, 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 Moment. Das ist falsch. Denn der muss runter und der muss hoch. Jetzt gibt es hier erstmal die falschen Elemente. Aber hier kommt schon das Richtige. Hui, und weg. Sehr schön. Und ich sehe jetzt auch das hier. Das, was ich hier baue, das benötige ich nochmal. Also kopiere ich mir das ganze Dings. So. Hui. Oh, kann ich es leider nicht hier hinbauen. Dann bauen wir es hier hin. So. Und liefern es ab. Wow! So schnell geht das. So, wir gucken mal. Ne? Hier werden erstmal alle ganz ordentlich zerteilt. In Viertelkreise. Und hier werden sie wieder zusammengelegt. In solche. Ne? Einmal Viertel, einmal nichts, einmal Viertel, einmal nichts. Dann werden sie noch gedreht. Das brauche ich aktuell zwar nicht, aber ich lasse es mal drin. Es stört niemanden. Und wenigen Sekunden, in ganz wenigen Sekunden, bekomme ich hier im Output genau diese Form. Das heißt, der Vortex ist zufrieden und freit sich. Ja, und 1, 2, 3, es läuft. Ja, das Schöne ist, dieses Element wird dann zusammengefügt zu diesem. Und das kriege ich ja auch wiederum hin. Das heißt, ich lege das hier andersrum. Das kann man ja schon mal machen. Moment. So. Und so. Und das hier, das kommt hier rüber. Dann lege ich hier die 1, 2, 3, 4. Die Stapler hin. So. Das kann jetzt laufen, das ist wunderbar. Ich würde mal sagen, kümmern wir uns mal um den hier. Das ist jetzt mal ganz interessant. Also ich brauche auf alle Fälle erstmal das hier. Und pass mal auf jetzt weiter. Ich nehme mal das jetzt. Bauplan speichern. Ctrl S, Klick. Das sind die Extrahierer 4x4. Und das speichere ich mir doch jetzt mal ab. Ja. Sehr schön. Jetzt habe ich nämlich einen Bauplan schon mal gespeichert. Den gucken wir mal an. Hier unten ist er. Guck mal, was sind das hier? Dekorationen. Ah. Label. Ich kann da ein Label hinmachen, will ich jetzt aber nicht. Gut. So, was muss ich denn machen? Ich nehme hier ein Band und schneide auf jeden Fall. Und zwar, das hat 22,5, 45, 90, so, machen wir 5.
Das. So, das ist ja genau das, was ich brauche, ne? Die einen habe ich hochgelegt, die anderen bleiben unten. Wie mache ich denn das jetzt? Einmal so. Vier, fünf, sechs, sieben, acht sind gemacht. Und rein. Dieses Element wird gerade hergestellt. Ist das nicht toll? Wundervoll, wundervoll. So, jetzt bauen wir die erstmal hier raus. Um dieses Element zu produzieren. Da kommt es. Moment, das geht mal weg. Das kann ich nämlich gleich hier reinnehmen. Es ist ja schon fertig. Und schon lübt das. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Uiuiui, da war ich ja noch gar nicht. Schichtenansicht. Ja, ist ein einfaches Teil. Da sieht man jetzt, glaube ich, nicht viel. Das wollte ich übrigens auch nicht tun. Ich wollte hier draufklicken, um das nächste mir anzuschauen. Oh, das ist das doppelt. Wunderbar. So, und dann kommt hier noch was dazu. Gut. Das läuft, ne? Das läuft jetzt wunderbar. Das ist besser als wunderbar. Das Problem ist hier, das ist zwar einfach, aber dieses eine Teil bräuchte ich für diese Form. Ich werfe es aber weg. Das macht nichts. Holen wir uns das hier raus. Und hier holen wir noch eine Kreisform. Ja. Und Moment, das hier, was ich jetzt ja hier habe, das kann ich mir ja jetzt kopieren. Und hier einfügen. Ne? Das ist doch dasselbe, wenn ich jetzt richtig gepolt bin. So. Wunderbar. Guckt hier, das kommt raus. Das müsste ich jetzt hier nochmal drehen, damit es richtig ist. Das muss ich aber nicht tun. Ich tue das mal in die Richtung. So, jetzt gucke ich mal. Moment.
So, Was sind das jetzt für Dinge? Moment, 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 Moment. Irgendwas stimmt jetzt nicht. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Moment, Moment, das sind jetzt nicht die richtigen. Die will ich ja gar nicht. Ich muss mir das gerade noch mal angucken. Moment, das bin ich selber, aber jetzt. Also, das und das. Okay. Ich bin gerade verwirrt. Moment, ich kann ja auch nicht so schnell. So, ich gucke gerade noch mal. Moment hier. Also, ich habe die. Ah, Explosionssicht. Wunderbar. Haben wir doch hier. Also, unten sind vier. Dann kommt das drauf und oben das. Okay. Das heißt. Hier ist was. Ah, Moment. Natürlich ist was falsch. Mensch! Claro! So wird auch ein Schuh draus. Hervorragend. Das heißt, das hier geht hoch. Und jetzt gibt es hier erstmal ein paar falsche Elemente, bis sich das hier eingegruft hat. Das nehmen wir noch rüber hier. Das sind alles noch die falschen Elemente. Das sind alles noch die falschen. Bald kommen aber die neuen, die richtigen. Hoffe ich mal. Sind hier immer noch die falschen? Hier kommt das erste. Hier kommt das erste. Jawohl, hier kommt das erste. Das ist quasi die zweite Ebene vom Element. Hier kommt die erste Ebene. Die kommt dann hier rüber und hier kommt dann die dritte Ebene drauf. Läuft. Hervorragend. So können wir das lassen. Jetzt gehen wir hier hin. Hier hin. Machen das so. So. Bauen hier. Hierhin. Und entwickeln damit dieses Element. Hier oben sieht man schon, ja, läuft der Meilenstein 3, wäre damit abgeschlossen, wenn ich dieses Element vollständig abliefere. Und jetzt gehen wir mal weiter bei den restlichen Aufgaben, die zu tun sind. Ne, ich habe ja hier schon diesen Dreiviertelkreis, das ist sehr schön. Muss jetzt hier, Moment mal, ich werde das so machen. Klick. 1, 2, 3, 4. Wie viel habe ich hier? 5. Klick. So, werde die jetzt einmal rotieren. Und weil ich jetzt nicht allzu viele brauche, werde ich tatsächlich den hier nehmen. Muss ich einmal noch drehen. Halt, das war falsch.
Spiegele Gebäude, Plattformen und Baupläne mit F. Verwende Umschalt F, um auf der anderen Achse zu spiegeln. Okay, was es alles gibt. Hohoho, hervorragend. So, also das hier wird jetzt auch erstmal geliefert. Das ist gut. Aber irgendwas habe ich jetzt kaputt gemacht. Moment. Schaut mal, das wird nicht mehr weitergeliefert. Irgendwas funktioniert hier nicht mehr. Was funktioniert hier nicht mehr? Moment. Habe ich hier Pause? Jawohl, ich kann auch Pausen drücken. Ja, wunderbar. Gucken wir mal an, was ist jetzt hier falsch? Ah, ich sehe. Das müsste das Ganze beheben. So, hier kommen die ersten richtigen Elemente an. Das heißt, diese Stapler müssen erstmal die falschen Elemente jetzt hier abarbeiten. Ja, wie kann das denn passieren? Das verstehe ich jetzt gerade auch nicht. Egal, gucken wir uns das mal an. Was kommt denn hier raus? Läuft hier alles ein bisschen. Warum läuft das hier nicht so gut? Deswegen. Das lief hier nur mit halber Kraft. Deswegen kommen hier nicht genug Elemente an, um das jetzt hier wegzumachen. Ah, ich sehe schon. Guck, es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Der Fix, der war richtig. Läuft. So, das läuft, das läuft. Ja, wunderbar. Nee, das passt so. Gut, jetzt haben wir noch dieses Element. Das ist hier auch nochmal interessant, aber das stelle ich doch hier auch schon her. Wir schauen mal. Das ist das hier. Und das muss ich nochmal mit dem hier, was ich hier habe, verbinden. Wo haben wir das? Also mit dem hier. Okay, das heißt, die holen wir dann hier raus, schließen die hier unten an und die müssen hier noch einmal gedreht werden. Also das wieder raus. Na, das kriegen wir alles hin. Hervorragend. Das heißt, jetzt wären wir quasi bei einem Idle-Cam, denn wir haben jetzt hier alles vorbereitet. Wir schauen uns mal dann hier an. Denn hier brauchen wir als nächstes tatsächlich noch einen Viertelkreis, um die nächste Form zu machen. Viertelkreis, wo habe ich das denn? Ich bin gerade verwirrt. Wo ist... Ah, jetzt hier fertig. Moment. Klicken wir erstmal. Hui! Also diese Form ist jetzt fertig geliefert und ich muss in dieser Form jetzt nochmal einen Kreis draufsetzen. Kreise habe ich hier genügend. Das heißt, so, der Kreis kommt drauf
Das ist jetzt schon wieder hier die richtige Form. Wir schauen, es gibt einen grünen Haken, läuft. So, jetzt gucken wir uns nochmal das an. Das ist der hier, guckt. So. Dann mache ich das jetzt wie folgt. Ich nehme mal das hier raus, hole mir hier nochmal einen Schneider dazu. Klick. Drehe ihn. So, bekomme jetzt hier genügend von diesen Viertelkreisen. Die muss ich jetzt richtig drehen. Wohin muss ich die drehen? Nach links oben. Das heißt hier, das ist richtig. Bewege deinen Mauszeiger über ein Gebäude oder eine Plattform und drücke C, um sie schnell in der Symbol. Was? Bewege deinen Mauszeiger über ein Gebäude oder eine Plattform und drücke C. Okay. Ah. Also, wenn ich dieses Gebäude haben möchte, gehe ich mit der Maus drüber, drücke C und hab's schon. Yay! Hoppala, hier ist jetzt was falsch gedreht worden. Moment, das ist ja nicht ganz richtig. Hier kommen jetzt die richtigen Elemente. Hier kommt das richtige Element. Hier, das sind die richtigen. Jawohl, es läuft. Bestens. So, jetzt gehen wir mal zu dem anderen Element. Moment, ich muss mal schauen, wo es ist. Das ist das hier. Denn das nächste Element ist noch einmal verfeinert. Das heißt, nein. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, das habe ich gerade vorbereitet. Dieses neue Element habe ich gerade vorbereitet. Wir schauen, ob es passt. Ja, das ist das hier unten. Ne? Das läuft. So, und jetzt hier, der Meilenstein 3 ist erreicht. Ich werde jetzt noch dieses Element beginnen, denn das haben wir hier schon vorbereitet. Ne? Das heißt, das kommt hier wieder raus.
das kommt dann hier. Geht dann hier rein. Und wird dann hier auch beglückt mit diesem Element, was ich jetzt hier aber noch mal drehen muss, so wie ich das sehe. Und schon ist das fertig. Dann wird dieses dann auch produziert. Ja, das dauert ein bisschen. Die laufen jetzt hier noch leer. Hier, ne? Das ist schon die Grundlage. Und dann lüppt das Ding. Jawohl! So schnell geht die Vorbereitung für Meilenstein 3 und alle angehefteten Aufgaben. Moment. Hier läuft wieder was nicht. Was läuft denn hier wieder nicht? Ah ne, Moment, das brauche ich nicht. Doch, die laufen, okay. Wartet mal, ich mache das hier mal ein bisschen schneller. Ah, Moment, das funktioniert so nicht. Moment. Jetzt schaue ich noch mal nach dem Element. Da geht was nicht. Moment, wo haben wir es denn? Die sind falsch gedreht. Ich bin jetzt gerade unsicher, was ich gemacht habe. Also hier kommen die richtigen. Jawohl, hier, guckt. Na, manchmal Anlaufschwierigkeiten, aber oft klappt's. Jawohl, jetzt geht auch der Zähler wieder hoch. Läuft, hier ist grün, da ist grün, dort ist grün. Also drei grüne Haken. Wir produzieren noch drei Formen. Das ist sehr gut so. Jetzt gucken wir mal, diese Form bekommt dann noch einen Kreis. Interessant. Wo ist sie? Hier oben. Ne? Das hier. Also die bekommt noch einen Kreis. Das heißt, das machen wir so. Ja, schon läuft das. Ne? Das ist das Richtige. Funktioniert.
So, jetzt gucken wir uns den hier an. Der hat ja auch, oh, da bekommt noch einen weiteren Viertelkreis dazu. Wir gucken, wo haben wir es? Hier. So, das heißt, einen weiteren Viertelkreis. Ja, das passt hier nicht mehr hin. Moment, warum nicht mehr? Moment. So. So, die Stapler wieder rein. Uiuiui. So, und schon ist es vorbereitet. So schnell kann das gehen. So, ich weiß jetzt gerade nur nicht, ob das... Ah, nee, Moment. Die müssen nach... Alt, Moment, hoch. Die müssen nur noch umgedreht werden. Also das sind dann die richtigen. So, und sobald diese Form in ausreichender Zahl geliefert wurde, muss ich nur noch das hier umbauen. Und zwar so. Klick. So, das sind noch die falschen, das weiß ich, weil da waren die noch nicht hier korrekt gedreht. Ja, das ist das richtige Element. Hier kommt es an und hui, ich krieg einen grünen Haken. Hervorragend, läuft also. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Moment hier. Das läuft hier. Und hier brauche ich die nochmal. Okay. Wo 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir gehen hier raus. So. Ne? Holen uns die. Moment, hier rein. So. Und schon haben wir's. Auf Anhieb. Auf Anhieb geschafft. Hurra, so muss es sein. Zack, 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 zack. Überall wieder grüne Haken. Das ist hervorragend. Alle Elemente werden geliefert. Wir schauen mal rein. Das ist das Letzte. Das ist das Letzte. Und das ist das Letzte. Angeheftete Aufgabenelement. Und dann wäre der Meilenstein als auch sämtliche Aufgaben gelöst. Hervorragend. So,
Hol dir deine Operator-Zertifizierung, um weitere Aufgaben freizuschalten. Aha, habe ich damit das Tutorial bestanden? Man weiß es nicht so genau. Okay, gucken wir nochmal, was kann man denn hier machen? Upgrade der Fließbänder würde mich 20 Forschungspunkte kosten. Ich habe aber nur 17. So, könnte ich hier noch was freischalten? Brauche ich nicht. Dritte Ebene ist ganz interessant. Ich glaube, ich spare mir die. So, Aufgaben. Yay! Ich überlege gerade, hier stockt es noch. Ich habe hier also ein bisschen zu viel. Mit 120, 30, 60. Sollte aber passen. Habe ich wahrscheinlich hier irgendwo wieder einen Denkfehler. Pass mal auf, ich haue jetzt noch hier ein paar rein. Vielleicht produziert das ja wirklich dann ein bisschen schneller. Die Minute. 45. Das heißt, ein so ein Ding macht 45. 90. Ah, hier. Ja. Die Bänder können hier nicht schneller. Das heißt, ich mache das wie folgt. Ich lasse es trotzdem so laufen. Ja. So, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen das Idle Game. Wir gucken uns nochmal die Upgrades an. Ich könnte mir jetzt tatsächlich noch ein Fließband-Update holen. Damit würde ich die Fließbänder auf 150 Einheiten pro Minute Fördergeschwindigkeit erhöhen. Brauche ich das? Ah, ich glaube nicht. Vielleicht wäre es tatsächlich ganz interessant und sinnvoll, die Schneider und Stapler zu beschleunigen. Wieder auf eine einigermaßen gute Geschwindigkeit, sodass das Verhältnis zwischen Fließbänder und Schneider und Stapler wieder gewahrt ist.
Das würde mich 14 kosten, also 14 Forschungspunkte, dann hätte ich noch 9. Ich könnte mir so einen angewinkelten Stapler kaufen, aber ich weiß nicht, wofür ich das brauche, so richtig. Schneiden, Stapler, will ich mir das jetzt hier holen? Das bringt mir jetzt aktuell nichts. Brauche ich einen Vortex-Eingang? Nö. Färben, das wird interessant. Zugtempo, okay. Zugkapazität. Ich kriege Züge. Ja, Züge, hervorragend. Aufgabe, wir gucken mal hier. Das sind noch die Aufgaben, die ich abschließen muss. Und dann, sobald diese Aufgaben abgeschlossen sind, drücke ich auf Freischalten von Meilenstein 3. Wir sind ja gleich soweit. Ich will mir diese Forschungspunkte tatsächlich aufheben, weil es werden ja weitere Upgrades freigeschalten mit der nächsten Stufe, mit dem nächsten Meilenstein. Und da möchte ich tatsächlich gucken, was dann passiert. Dekorationen. Jetzt muss ich mal gucken. Moment. ABC, ich schau mal. Label. Das sieht schön aus. Was kann ich jetzt hiermit machen? Konfigurieren. Schriftzug. Kann ich hier noch irgendetwas einfügen? Ich habe eine Idee. Pass mal auf. Moment. Leider nicht. Ich dachte, dass ich hier die Form, die hier produziert wird, hier eintragen kann, damit ich das dann halt sehe. Naja, gut, es wird hier auch nicht besser, wenn ich rausscroll. Egal. Wieder weg. War ein Versuch wert. Gleich ist es soweit. Das nächste Element ist komplett geliefert. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fertig. Klick. Das ist das letzte Element. Wir scrollen mal raus. Hui. Ich drück mal H. Moment. Ich drück mal. Oh, hier. Schaut mal. Unendliche Fläche. Wahnsinn. Und jetzt drücke ich H. Hui. Und schon bin ich wieder da. So. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fertig. Auch hier, wir haben sämtliche Aufgaben gelöst. Wir haben den Meilenstein 3 freigeschaltet. Wir gucken, was jetzt passiert. Weltraumplattformen, Technologiebriefing. Du hast einige grundlegende Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Yay! Wir glauben, dass du bereit bist. Schön, du kannst jetzt Weltraumplattformen und Fundamente bauen, um dich im Universum auszubreiten. Für diese haben wir jedoch ein Plattformlimit hinzugefügt. Ich meine, wir sind ja nicht verrückt, oder? Naja, wo sehe ich denn das Limit? Ich sehe es ja nirgendwo. Hier, Belohnung, 500. Ich habe ein Limit von 500 Plattformen. So, mehr Informationen. Aha, jede Plattform kostet so einen Punkt. Wenn ich sie lösche, kriege ich diese Punkte zurück. Wunderbar. Plattformmodus. Ah, es gibt ja noch einen anderen Modus. Wunderschön. Weltraumfließbänder. Mit Weichen. Ah, sehr schön. Cool. Weltraumfließbänder haben den gleichen Durchsatz wie Fließbänder, obwohl sich Gegenstände auf ihnen viel schneller bewegen. Aber der Durchsatz ist gleich. Ziehe einfach einen Flieger. Gut. Ist mal jetzt nicht alles durch. Wir scrollen, wir scrollen, wir scrollen. Fabrik wählen. Nach Abschluss des letzten Meilensteines wirst du mit deinem Operatorzertifizierung belohnt. Also eher mit meinem Zertifikat. Okay, als stolzer Besitzer der Zertifizierung kannst du jetzt in einer echten Fabrik arbeiten und uns ein paar Formen verdienen. Okay, ist ein bisschen holpriges Deutsch, aber okay. Dein Fortschritt wird übertragen, einschließlich der Gebäude freigeschalteter Upgrades.
Ich kann jetzt auswählen. Nein, ich kann nicht scrollen. Ich kann jetzt auswählen zwischen Fabrik normal, angenehme Umgebung, ist sicher für jedermann und empfohlen für unerfahrene Operatoren, sobald sie zertifiziert sind. Hervorragend. Und Fabrik schwer, sehr schwierige Formen, nur für zähe und geübte Operatoren. Ich nehme den hier. Normal. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Klick. Dadurch wird dein gesamter Fortschritt auf Fabrik normal übertragen. Du kannst die Fabrikumgebung nach deiner Auswahl nicht mehr ändern, aber du kannst jetzt direkt im Menü von diesen Fabriken aus ein neues Spiel starten. Okay, fortfahren. Klick. Yay. So, ich schaue gerade, es hat sich nichts geändert. Ich habe noch meine ganzen Fabriken. Zoome mit Scrollrad heraus oder drücke die Leertaste. Jetzt bin ich im Plattformmodus. Ah, da unten. Okay, und kann jetzt Dinge bauen. So, was brauche ich denn? Ich brauche ein blaues Quadrat und einen roten Halbkreis. Den Halbkreis habe ich hier. Das Quadrat habe ich hier. Das heißt, ich kann Dinge tun. Ich kann absolute Dinge tun. Ich habe 442 Plattformen. Wieso? Ich dachte, ich habe 500. Wieso habe ich jetzt noch 442? Kann ich nicht sagen. Wir scrollen mal hier weiter runter. Na, einen Pilz. Grau mit Rot. Rotiertes Stapeln. Farbenfroher Stern. Und das wäre es erstmal. Das sind die Nebenaufgaben. Vier Stück. Upgrades. Dritte Ebene mit 50. Oh, hier neue Fundamente. Wow. Fundamente 4. Schaltet ein größeres 3x3 Fundament frei. 90. 90 Forschungspunkte und Kabelgrundlagen. Logikgatter. Simulierte Gebäude. Jetzt heben Sie ab. Züge. Zug, Vortex, jetzt heben sie komplett ab. Wahnsinn. Wahnsinn. Scheiße, Dreck, jetzt habe ich zu tun. Das heißt, der Meilenstein 4, an dem arbeite ich gerade, ne? Der schaltet dann frei Flüssigkeiten, Weltraumrohre, Pumpen. Wow, Fairbau, Dinge. 1000 Plattformen. Meilenstein 5 bringt Züge. 6. Der Stiftdrücker. Okay, keine Ahnung, was das ist. Dann kann ich Farben mischen. Nach der Farbenlehre. Huhu. Die Kristalle. Wobei ich jetzt nicht weiß, was ein Kristall ist. Und Abschlussqualifikation. Das heißt, ich habe bis zum Meilenstein 9 noch einiges vor. Aber das, ganz ehrlich, das machen wir nicht mehr heute, sondern in der nächsten Episode fangen wir an, die ersten Formen zu liefern. Ich muss gerade noch mal gucken. Jawohl. Ne? Kriegen wir auf jeden Fall hin und ich bin schon ganz aufgeregt. Und bis dahin, ihr habt euch wohl, habt einen fantastischen Tag und ganz wichtig, habt Spaß beim Zocken. Bis dahin, ciao.